liebe Zuschauer, hier ist Frank. Yes, Mon. Von Ausgewandert mit 40 nach Thailand. Ja, heute das Wochenende, 26., 27., 9. Wir hatten gesehen, es gibt hier ein großes Sportevent. Ja. Yeah. Das hat man eigentlich geplant, für dieses Wochenende für euch zu filmen. Und wie ihr an meiner Sprache schon hört, wieder im Konjunktiv, ist das wieder komplett daneben gegangen. Wir sind früh da. Erstmal waren wir zu früh da, und zwar genau einen Tag. Ja, genau. Also Informationen, die im Internet verbreitet werden in Thailand, naja, manchmal auch nicht so die besten. Ja. Dann hatten wir ein bisschen mit den Leuten, die dort angefangen haben aufzubauen, mal gesprochen. Wann geht es hier morgen los? Ja, morgen, ganzen Tag hier mit viel Laufen und viel Event und Musik und allem, was dazugehört. Dann sagten wir, okay. Morgen wir da, ne? Dann gehen wir morgen dorthin. Alles wunderbar, schauen hier noch ein bisschen rum und überlegen, was wir jetzt machen wollen. Aber für morgen, morgen ist denn der große Plan, die ganzen Sportler, Sportlerinnen hier aufzunehmen. Live-Sportreportage. Ja, genau. Ja, Livestream hätte keinen Sinn gemacht, weil das ist von der Zeitverschiebung zu schwierig nach Deutschland. Ja. Also entscheiden wir uns zu essen. Essen. Ganz selten bei uns, oder? Immer so. Was gibt's heute Gutes? Heute... Fragepunkt Nüngmanau von dir, ne? So, ich versuche das mal zu übersetzen. Also, es ist ein Barsch, Wolfsbarsch soll es wohl heißen, in Zitronensauce mit viel Knoblauch und Chili und so weiter. Ja, und getrennt Chili, ne, extra für dich. Genau. Und Ananas, Reis, Kaobsaparot. Also, das ist ein Ananas, der wird ausgehöhlt, halbiert. Und dann wird der Reis reingefüllt mit Garnelen und auch Knoblauch und so weiter. Sehr lecker. Ja. Hier zu dem Fisch gibt es dann halt immer so eine, ja, wie so ein Brenner unten drunter mit dem Feuer, dass der halt über längere Zeit warm bleibt noch. Man kann sich also Zeit lassen. Lustiger, sieht gut aus, ne? Da, wir können selber rein. Genau, Soße. Genau. Man kann sich dann die Soße entsprechend nachschütten, man kann sich das Gemüse nachmachen, man kann sich so viel Chili reinmachen, wie man möchte. Ja. Das ist natürlich ein Gericht, was man zu Hause nicht kochen kann. Ne? Das ist sehr aufwendig zu machen. Und wenn man da anfängt, sich den Fisch da zu dünsten zu Hause, also ist schwer zu machen. Sowas isst man im Restaurant. Ja, kann man selber. Kann man auch bisschen, selber immer noch nachgießen, wenn das richtig warm ist. Chili bisschen. Genau, wenn eine Frau die richtig liebt, macht sie nur ein bisschen rein. Mhm. Liebe dich so sehr. Ich sehe das schon. Aber das verkocht halt in der Zitronensauce. Die schmeckt sehr, sehr lecker nach Zitrone und allem wirklich sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Der viele Knoblauch sieht schlimm aus, aber der ist eher für den Geschmack da. Den isst man ja nicht komplett mit. Ja. Schmeckt wunderbar. Sehr weich der Fisch, wie gesagt, der ist nicht gebraten, der ist gedünstet. Mhm. Über heißen Wasserdampf, denke ich mal, oder sowas. Sehr, sehr lecker. Mhm. Und das passt dann also auch mit dem Reis zusammen. Man muss sich bei so einem Gericht natürlich ein bisschen Zeit mitnehmen. Ne? Also man kann ja nicht denken, okay, das ist ein Schnellgericht, weil man braucht da schon eine Weile, bis man den Fisch da entsprechend gegessen hat. Mhm. Und da du ja keinen Fisch essen tust, habe ich den ganzen für mich gehabt. Für dich alleine, diesen Fisch. Egoistisch. Ja, kein Problem. Ich kriege Saigok, Iraman wieder. Und Chicken Wing. Und zu Hause gibt es keine Saigok, Iraman? Jeden Tag langweilig. Das muss unbedingt draußen Saigok, Iraman essen. Ich verstehe, es geht doch um die Größe hier. Ich wusste es. Nur Spaß. Ja, guck mal hier. Jetzt siehst du dieselbe Diskussion. Jetzt musst du ein bisschen nett zu mir sein, ne? Ich muss Service gut kommen um dich, klar. Genau, als wenn ich nicht selber mir den Fisch daraus fummeln könnte. Ich hab gesehen, du kannst es rein. Selber. Du bist nur hier wegen dem Psycho-Jörnermann, das ist alles. Aber zum Schluss, ich gut kommen, oder? Sehr gut, also war ich sehr zufrieden mit deinem Service, wie immer. Ich mag alle für dich. Sehr, sehr gut. Tun. Nee, also wir haben auch wirklich hier lange gesessen. Das hat eine Weile gedauert, ne? Mhm. Also kein Schnellgericht. Ja. So, jetzt sind wir auch schon beim Sonntag. Wir extra früh los. 10 Uhr, wir standen am Strand. 10 Uhr früh. Und haben gesagt, oh, jetzt geht los. Aber es sah irgendwie alles ein bisschen leer aus.
wir natürlich wieder hin zu ein paar Leuten, die dort gearbeitet haben. Dann sagt ihr, wann geht denn das hier los und warum seid ihr schon am Abbauen? Dann sagten die, nee, halt mal, das ist schon zu Ende. Um 5 Uhr bis 9 Uhr. Fertig schon. Das begann um 5 Uhr und wir haben das natürlich wieder nicht gelesen. Die Leute haben uns das natürlich auch nicht gesagt. Es hieß nur, ja, morgen den ganzen Tag, dass der ganze Tag um 5 Uhr anfängt. Naja. So. Wir klicken Dinosaurier. Ja, jetzt gibt es für das Video, für die Planung natürlich nur ein paar Dinosaurier, nur ein paar hübsche Mädchen aus Holz. Mehr war heute wirklich nicht drin, ohne euch langweilen zu wollen. Ja. Sehr, sehr schwierig. Aber wieder so typisch, nicht genau nachgefragt. Ja. Oder auch vielleicht nicht genau die Leute uns verstanden. Weil wenn mir einer sagt, morgen den ganzen Tag mit Musik und Sport und allem, dann erwarte ich nicht, dass das um 10 Uhr schon eingepackt wird wieder alles. Ja. Und überhaupt nichts los ist, ne? Ja, ich gehe jetzt da früh ausstehen für diesen Sport. Ja. Hast du deine neuen Sportsachen angezogen? Dann hättest du noch eine Runde mitlaufen können. Pech gehabt. Tut mir wirklich leid. Kein Problem. Ich hätte dich gern mal gesehen, wie du da am Beach 10 Kilometer laufen tust. Nein. Ich kann nicht. Vielleicht geht nur Kamala. Vielleicht geht nur bis zum nächsten Kaffeestand und dann bist du schon wieder in der Pause. Müde und kaputt und essen. Ja, also wie gesagt, mehr ist von dem Großevent nicht übrig geblieben, als wir um 10 Uhr da aufgeschlagen sind. Ihr hört es vielleicht an den Hintergrundgeräuschen, da wurde alles schon wieder eingepackt. Ja. Komplett auf LKWs verladen, die ganzen Streckenführungen abgebaut. Wir hatten uns so gefreut auf mein Sportevent, nix. Hallo, fertig schon. Ja, kehrte wieder Ruhe ein, dann sagen wir wenigstens, okay, lass uns noch ein bisschen mal durch den Beachroad laufen hier. Sind ja ein paar Touristen jetzt am Wochenende wieder da. Wir haben es ja auch gestern schon gesehen. Anfang gestern schon, ne? Genau, die Strände nicht überfüllt, aber sagen wir mal einfach so voll, dass man sagen konnte, es ist gut besucht. Ja, ja. Natürlich einheimische Touristen, teilweise busweise. Also gestern haben wir sehr, sehr viele Busse gesehen, ne? Ja. Die aus allen möglichen Städten hier rangekarrt worden sind. Und die Leute, ja, die sitzen dann halt da am Beach mehr oder weniger und vertreiben sich die Zeit. War natürlich auch tolles Wetter gegenüber vom letzten Wochenende, wo es so stark geregnet hat. Aber lustigerweise waren letztes Wochenende, wo das schlechte Wetter war, deutlich mehr Touristen hier. Ja, ja. Heute waren es weniger. Geht natürlich auch zum Ende des Monats, ganz klar. So langsam ist der Monat zu Ende und für nächsten Monat wird es dann wahrscheinlich wieder etwas lebhafter hier werden. Aber es ist nicht mehr ganz so ausgestorben, es ist schon ganz okay. Und das ist vielleicht auch so eine Masse an Touristen, die hier sind, wo man sagt, da bleiben die Strände einigermaßen sauber. Einige Leute können noch ein bisschen was verdienen, aber ist halt kein Massentourismus, ne? Ja. Gibt's sowieso nicht. So. Ihr seht das auch, vereinzelt sitzen die Leute auch direkt auf dem Gehsteig. Die machen natürlich überhaupt keinen Umsatz. Die haben sich von zu Hause wieder alles mitgebracht. Die Essen und Getränke, mehr passiert da nicht. Aber es ist angenehm, es ist ein bisschen zu sehen, sind Leute da. Es passiert ein wenig, es ist nicht mehr ganz so ausgestorben, ne? Ja, liebe Zuschauer, eigentlich war es das für dieses Video. Wir hoffen, ihr seid nicht ganz so enttäuscht wie wir. Es ist ein bisschen chaotisch geworden an diesem Wochenende. Ja. Aber wie das halt so immer ist, man macht Pläne in Thailand, die dann eigentlich nur noch komplett scheitern. Keine Pläne. Wenn ihr unsere Videos mögt, zeigt uns das mit einem Abo, einen Daumen nach oben, kommentiert mit uns, diskutiert mit uns und wir freuen uns, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.